Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben. Ich arbeite in der Fachhochschule St. Pölten im Bereich der Hochschuldidaktik, in der Lehre und in der Forschung. Und ich bin mit dabei im Organisationsteams des Tag der Lehre, der online stattfinden wird und für den jetzt schon die Anmeldungen möglich sind. Bitte gerne anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Und einen der Workshops dort am Nachmittag wird meine fantastische Kollegin, die Johanna, gestalten. Und ich bitte dich, Johanna, erzähl ein bisschen zuerst über deine Rolle an der Fachhochschule St. Pölten. Ja, also guten Tag, mein Name ist Johanna Rackerseder und ich bin Dozentin an der Fachhochschule St. Pölten, ganz genau im Department Medien und Wirtschaft. Und ich bin zuständig für die Sprachen, also die zweiten Fremdsprachen. Ich selber unterrichte Spanisch und ich koordiniere auch Französisch. Okay, und in deinem Workshop wird es um welche Inhalte gehen, bitte? Genau, also wegen dieser Corona-Situation habe ich mir überlegt, ich würde gerne über die zweite Fremdsprache sprechen. Ich würde gerne zuerst schildern, was wir in der Fachhochschule machen. Und dann ganz genau würde ich eingehen, wie ich persönlich also in meine Fächer Spanisch, ich habe verschiedene Fächer, wie habe ich das gemacht, also während dieser Corona-Zeit? Weil natürlich, also das war nicht geplant. Von einem Tag nach dem anderen musste ich plötzlich meine Kurse anpassen, können wir das leicht sagen, weil normalerweise ich unterrichte vor Ort, aber das war plötzlich im März, musste ich dann online unterrichten und dann natürlich habe ich viele Erfahrungen gemacht. Viele positive, aber auch einige, die vielleicht nicht so gut waren. Und das würde ich gerne also erzählen. Wie kann man dann ein Fach, also in Sprachen, also für die Zukunft besser optimieren? Das ist ja auch ein Workshop, wo es um ein intensives Miteinander geht. Wie wirst du da mit den Teilnehmenden zusammenarbeiten? Was können sich Teilnehmende am Ende dieses Workshops rausnehmen für sich? Genau, ich habe mir gedacht, als Erste würde ich auch, also zuerst natürlich ein bisschen, es geht um Erzählen von, was ich gemacht habe und so weiter, also das ist wie ein Input. Ich würde auch gerne mein eCampus zeigen, also mit konkreten Beispielen. Ich möchte die Tools zeigen, dass man also verwenden kann, aber nicht nur also für Spanisch oder für Englisch oder für Französisch, sondern kann man auch diese Tools für alle Fächer verwenden, also zum Beispiel für Marketing oder vielleicht also in der Gesundheit kann man auch sie verwenden. Und da würde ich gerne also zeigen, wie kann man das machen. Es gibt auch andere Tools, die ich verwendet habe, die nicht mit eCampus zu tun haben, aber habe ich also in eCampus integriert, weil für mich das war wichtig, dass die Studenten sind nur in einem Ort, also und das ist eCampus. Und für uns es ist es wirklich ideal, weil wir haben so viele Möglichkeiten. Und das würde ich gerne, also immer, also Schritt für Schritt, ich werde zeigen und ich würde gerne, dass meine Teilnehmer auch mitmachen. Es wird interaktiv sein. Ich möchte, dass die Teilnehmer können sehen, was ich gemacht habe und wie könnten sie es dann also in ihre eigene Fächer auch benutzen. Weiß nicht, wie viele Leute also da sein werden, aber ich glaube, es wird also genug sein, damit jede Person immer ein bisschen Information geben können. Und so zum Schluss können wir so machen, okay, zum Beispiel für jemanden für Diätologie kann man das so anwenden, vielleicht diese Tools sind am besten und dann vielleicht für Marketing diese anderen Tools sind besser geeignet als die anderen und dann können wir vielleicht eine Zusammenfassung machen, also für welche Fächer sind welche Tools am besten? Liebe Johanna, gib uns einen Tipp, der für dich besonders hilfreich erscheint, wenn ich ein Online-Lernszenario umsetze. Ah, perfekt. Also ich denke, dass am besten der erste Eindruck ist also die Grüßungsformel. Also wenn man fängt an, also sagen wir, ich fange immer um 8 Uhr in der Früh, also 8:50 Uhr fangen wir mit Spanisch an. Und dann natürlich, die meisten Studierenden schlafen noch.
Dann würde ich sagen, ich fange mit einem Lächeln an und begrüße ich ganz schön und ich sage Buenos días a todos, also guten Morgen an alle. Und dann, ich glaube, langsam, langsam fangen an, die Studierenden auch zu lächeln und sie werden auch wach. Dann würde ich auch vielleicht vorschlagen, da wir sowieso, es ist nicht so formell, so wie in der Fachhochschule vor Ort, sondern es ist ein bisschen informell, würde ich auch also als Vorbild sagen, ich habe hier meine Tasse Kaffee, keine Sorge, ich habe ein Glas Wasser auch, also bitte alle auch Kaffee oder Tee oder einen Orangensaft oder einen Getränk haben, weil das ist auch wichtig. Also das würde ich als Tipps nehmen. Sehr schön, Johanna. Wir freuen uns schon wirklich sehr auf deinen Workshop und für alle, die dieses Video sehen, bitte anmelden beim Tag der Lehre, zum Beispiel über unseren Skillblog, der jetzt dann unten eingeblendet wird. Anmelden zum Tag der Lehre. Wir freuen uns auf deinen Workshop. Alles Gute bis dahin. Dankeschön.